Ahu, ihr Lieben, heute ist ein ganz toller Tag für mich, weil heute lerne ich den lieben Marc kennen. Der Marc ist ja der Admin von der Fangruppe M-Asam auf Facebook. Und ja, er schreibt ja auch ganz, ganz tolle Berichte über Ahu, die super spannend sind, die ja wirklich hochinformativ sind, ausführlich bis ins Detail. Und er geht ja mit absoluter Leidenschaft und Liebe seit vielen, vielen Jahren hier ans Werk. Und deswegen hole ich ihn heute hier nach Landsberg. Da freue ich mich mega drauf. Und heute darf sich der liebe Marc einfach mal komplett entspannen, weil er kriegt heute von mir und von meiner bezaubernden Kollegin, der Christine, ein rundum Verwöhnpaket. Freut euch drauf. Ja, cool, dass du heute da bist, lieber Marc. Heute ist dein Tag, weil heute darfst du dich mal komplett verwöhnen lassen. Du schreibst da so tolle Berichte und machst das alles so toll. Und heute hat die Christine und ich haben ja ein ganz besonderes Programm für dich überlegt. Von mir bekommst du einen tollen Haarschnitt, eine schöne Bartrasur. Und die Christine wird dir ein tolles Make-up zaubern mit weiteren tollen Produkten von M-Asam auch gleich. Aber meine erste Frage an dich, weißt du schon genau, was du möchtest, aber oder darf ich dich heute einfach mal beraten? Du darfst mich beraten. Gerne. Ich freue mich mega, das wird super. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen einfach einmal rüber zum Haare waschen und dann können wir schon loslegen. Achtung, Achtung, bevor ich jetzt dem Marc die Haare wasche, möchte ich euch unbedingt sagen, für alle Produkte, die wir heute benutzen hier, bekommt ihr einen 18% Rabattcode. Also ganz, ganz wichtig, den sichert ihr euch. Lieber Marc, jetzt shampooniere ich dir die Haare und zwar nehme ich dafür das Keratin-Shampoo. Jetzt haben wir das Keratin-Shampoo genommen. Warum habe ich mich dazu entschlossen? Weil das Keratin-Shampoo mit dem Phytokeratin in Verbindung mit dem Ahu-Wirkstoff Granatapfel-Amaranth ist auch noch mit dabei, ist mega für die Haare. Also gerade wenn man so ein bisschen dünner werdendes Haar hat, oder besser gesagt, ich habe es auch letztens bei mir genommen, weil es einfach richtig schön kräftigend ist, weil es richtig schön aufbaut, weil es die Haare stark macht und widerstandsfähig macht. Und das ist einfach super. Jeder will doch starke, widerstandsfähige Haare haben. Als nächstes Produkt nach der Haarwäsche nehmen wir jetzt die Keratin Quick Mask. Ich liebe die Quick Mask. Warum? Weil sie super schnell geht. In nur 2 Minuten habt ihr die volle Power einer Maske. Die Maske aber nicht beschwert. Das ist auch richtig toll. Und die gibt mega schönes, griffiges, starkes Haar. Vor allem sehr, sehr... ja, sehr belastbares Haar wird es danach. Unglaublich, was wir da für tolle Studien dabei haben. Könnt ihr gerne mal nachlesen im Shop. Auch hier natürlich 18% Rabattgutschein. Und schau mal, ihr braucht nur eine ganz kleine Menge. Mehr braucht ihr gar nicht. Und die verreibt ihr in den Händen. So, und das Tolle dabei ist, weil wir ja bei Ahu ohne Silikone, Parabene arbeiten, ohne Mineralöle, Mikroplastik und so weiter, wenn ihr eine trockene Kopfhaut habt, bitte gebt die Pflege auch gerne mal mit auf die Kopfhaut, weil diese feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffe, die wir dabei haben, die sind unheimlich wohltuend. Und bei der Quick Mask, wie gesagt, es geht super schnell, super einfach. Ich benutze jetzt natürlich für die Verwöhnbehandlung bei Marc auch unsere tolle Massagebürste, die wir hier haben von Ahu. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Mega angenehm, super, super schön. Und das ist so richtig, ja, da fühlt ihr euch, als ob ihr gerade eine schöne Massage beim Friseur bekommt. Ist richtig wohltuend. Die Kopfhaut durchblutet dabei schön. Und wie gesagt, das Schöne bei der Quick Mask geht ganz schnell. Für so richtig griffige, starke Haare oder aber auch, wenn ihr die Haare stark belastet habt, durch Farbe zum Beispiel, Blondieren, Dauerwelle und so weiter, auch da würde ich euch die Keratinlinie wirklich ans Herz legen. Unglaublich, was ich da schon an Reparaturschäden wieder ausgleichen konnte. Einer der allerwichtigsten Produkte überhaupt kommt jetzt, das ist das Anti-Age-Elixier mit Redenzyl. Was das alles kann, erkläre ich euch gleich. So, lieber Marc, Haare haben wir gewaschen, Pflege haben wir gemacht. Und bevor wir jetzt zum Schneiden anfangen, mache ich dir das Anti-Age-Elixier mit Redenzyl drauf. Mein absolutes Lieblingsprodukt von allen Produkten von Ahu, warum? Ist ein richtiger Schatz. Da steckt so viel Power drin, so viel Energie drin. Er ist super bei Haarausfall, stoppt Haarausfall und zwar jeglicher Art. Egal ob männlich oder weiblich, egal woher der Haarausfall kommt. Dieses Produkt ist Hammer für die Haarwurzeln, baut die Haarwurzeln richtig auf. Wir starten im Prinzip jetzt mit dem Haarschnitt schon. Und übrigens für mich auch heute ein besonderer Tag, weil hier, wo wir uns gerade befinden, ist nämlich mein ehemaliger Salon. Den habe ich hier, war ich über 10 Jahre drin. Und aber dadurch, dass Ahu einfach so groß geworden ist, habe ich es eben zeitlich nicht mehr geschafft. Und es war ganz nett von dem lieben Herren, dass ich hier nochmal rein durfte.
Aber jetzt erzähl mal du von dir, lieber Marc. Was hast du, wie kamst du eigentlich zu der Fangruppe? Das interessiert mich schon lange. Wie ist das entstanden? Wie kamst du zu M.A.S.A.M.? Ich habe 2012 im Internet nach M.A.S.A.M. gesucht und bin dann über den Link zu Facebook gekommen und habe die Facebook-Gruppe irgendwie gefunden und bin rein. Das war eine ganz kleine Gruppe mit damals nur 25, 30 Leuten. Ach, witzig. Und bin dann quasi über Nacht zum Admin gemacht worden und jetzt im 10. Jahr. Okay. Und weißt du noch, nach welchem Produkt du damals gesucht hast? Weißt du das noch? Kannst du dich erinnern? Tatsächlich, ich wollte Infos zu Aqua Intense Creme haben. Super, ist meine absolute Lieblingslinie von M.A.S.A.M. Ich liebe die Aqua Intense, weil ich finde, die hat halt super viel Feuchtigkeit, aber du merkst einfach nicht das, was auf der Haut ist. Und die zieht halt auch super schnell ein. Aber spannend. Und wie viele, boah, das ist ja Wahnsinn, ihr habt ja mittlerweile wie viele? 9.100. Unglaublich. Wahnsinn. 9.000 mit 25 Mitgliedern hast du angefangen. Irre. Wir sind zusammen mit M.A.S.A.M. groß geworden. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wahnsinn. Ja, und ich finde es halt mega, mit welcher Leidenschaft und wie du da dabei bist. Das ist ja schon wirklich was Besonderes auch. Weil es ist ja schon viel Arbeit auch, oder? Was man da reinstecken muss. Das ist schon täglich, also du bist da täglich dran, ne? Ich lese alles durch und darf nicht vergessen, ich bekomme fast 50 PNs. Also Nachrichten von Mitgliedern. Wahnsinn, täglich 50 Nachrichten. Also das ist ja schon richtige Arbeit, kann man sagen, auf jeden Fall. Das ist eine schöne Arbeit. Ja. Das macht Spaß, weil die Chemie bestimmt. Also wichtig ist halt auch genau das, was du sagst. Ich finde halt das Tolle dabei ist, du merkst so den Flow. Ja, jeder liebt die Produkte. Ich finde auch toll, das sehe ich auch in anderen Gruppen, wie man sich gegenseitig auch hilft. Also wenn jemand eine Frage hat, dann wird gleich von den anderen Mitgliedern, werden die Fragen so gut es geht beantwortet. Und das finde ich halt toll und ich finde es auch super spannend. Ich meine, klar, ich bin ja der Gründer von Ahu, klar kenne ich mich mit den Inhaltsstoffen und so weiter aus. Aber ich bin auch jedes Mal wirklich total überrascht, wie viel Fachkompetenz unsere Fans haben. Also das ist unglaublich, welches Fachwissen unsere Fans haben. Und das finde ich auch wirklich einzigartig. Finde ich ganz, ganz toll. Und auch hier von meiner Seite auch wirklich an die Fans ein Riesendankeschön. Kann man hier an der Stelle definitiv sagen, weil ohne die Fans würde die ganze Gruppe auch nicht, klar, es braucht jemanden so wie dich, der das alles zusammenhält, aber es braucht natürlich auch die Fans dazu und das finde ich halt, diese Kombi macht halt auch mega Spaß, muss man sagen, lieber Marc, das ist halt auch, ich meine, wie gesagt, du schreibst ja über Ahu auch tolle Berichte und da bin ich auch jedes Mal total begeistert, was du da schreibst, wie informativ das Ganze ist. Aber, und ich hatte immer das Gefühl, das muss ich dir jetzt auch mal sagen, man ist dann immer so im Stress. Ne? Ich bin dann immer so zwischen zwei Shows oder ich sitze gerade im Flugzeug und dann denke ich, der Marc, den darfst du nicht vergessen, weil die letzte Show ging dann irgendwie so um 22 Uhr und davor, ich habe ja auch Familie, ist auch mal stressig. Und deswegen habe ich gedacht, nee, der liebe Marc, der braucht jetzt mal auch wirklich dieses Verwöhnpaket. Und da möchte ich auch wirklich mal Dankeschön sagen, weil ich finde es mega, wirklich mega, was du da leistest. Und wie gesagt, mit welcher Leidenschaft du da dran bist. Ja, vielen Dank, Timo. Gerne, gerne. So, lieber Marc, geschnitten haben wir dich jetzt. Bart habe ich auch gleich noch mitgeschäbt. Und jetzt geht es mit dem Haarestyling weiter. Da habe ich nämlich zwei richtig spannende Produkte für dich. Die möchte ich dir jetzt mal zeigen. Jetzt geht es ans Haarestyling weiter. Ich habe einer meiner Lieblingsprodukte hier gerade in der Hand. Das ist der All Hair Styler. Warum heißt der so? Weil ich alle Stylings eigentlich damit bedienen kann. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel gar nicht weiß, was nehme ich da, der geht immer. Wichtig, du brauchst nur ganz, ganz wenig, also wirklich nur so eine Fingerspitze voll, das reicht schon aus. Und ich mache das dann immer so, ich gebe das in meine Handfläche, verteile den und dann gehe ich richtig schön an die Ansätze, also überall, wo ich Struktur haben möchte. Und zwar, das sieht dann einmal ganz wild aus und es soll aber auch so sein, weil damit sehe ich dann auch, dass das Produkt überall schon drin war. Das Coole beim All Hair Styler ist, dass das ein richtig weiches Styling ist. Das heißt, du kannst deine Haare immer wieder umstylen und wieder neu stylen. Und das finde ich daran ganz cool. Das heißt, du kreierst einfach deinen Look. Hinterher gebe ich ein bisschen Haarspray drauf. Aber weil ja noch das Make-up kommt, mache ich dir die Haare jetzt erstmal ein bisschen aus dem Gesicht raus. Da tut sich nämlich die Christina dann leichter. Als nächstes mein Favorit. Ich glaube, das meistverkaufte Haarspray überhaupt von Ahu. Das Stronghold & Shine Haarspray. Und das liebe ich einfach, um die Struktur jetzt nochmal zu festigen. Und damit das den ganzen Tag hält, gebe ich das einfach nur so ganz leicht drauf. Wichtig ist jetzt momentan noch, die Haare müssen wir noch ein bisschen aus dem Gesicht machen, damit die Christine noch rankommt. Also ganz am Ende werdet ihr auf jeden Fall das Endfinish sehen. Da wird es sich noch mal ein bisschen verändern.
Bei dem Spray ist es cool, es verklebt nicht, es hinterlässt keine Rückstände und es gibt halt richtig coole Struktur und ein tolles Volumen. Und am Ende seht ihr dann natürlich die fertige Frisur dann nochmal. Und jetzt habe ich mein Lieblingsprodukt nach der Rasur auch. Also hier das Bio-Arganöl, was wir haben, tropfenweise anwenden, ist eines der besten Arganöle überhaupt. Was ganz, ganz toll ist, auch nach der Bartrasur zum Beispiel oder nachdem ihr euch rasiert habt, für die Haut mega. Braucht ihr nur ganz wenig, ein Tropfen reicht. Ich nehme mal einen raus, so, den gebt ihr in die Hand und ja, zwei Tropfen gehen auch. Wirklich sparsam verwenden, in den Händen verreiben und dann richtig schön einarbeiten. Und das Gute ist auch, manchmal ist ja die Haut unterm Bart auch so ein bisschen trocken, die kann auch so ein bisschen schuppig sein manchmal und das tut richtig gut. Das entspannt sich, das erholt sich die Haut, ist richtig, richtig angenehm und zugleich wird auch der Bart ein bisschen weicher und somit nicht mehr ganz so stachselig. Schaut super aus jetzt schon. Ich freue mich auf das Endergebnis. Das gefällt mir jetzt schon richtig, richtig gut. Aber du bist ja noch nicht am Ende deines Verwöhnprogrammes. Jetzt kommt ja die Christine und die wird dir einen wunderschönen Tag zaubern. Freu dich schon mal drauf. Hallo Marc, ich bin die Christine und ich kümmere mich jetzt um deinen Tag. Und starten tun wir mit der Reinigung. Dafür nehmen wir das Aqua Intense Reinigungsgel. Und die Reinigung ist immer der erste Schritt einer jeglichen Hautpflege. Ohne die können die Wirkstoffe der Pflege nachher gar nicht eindringen in die Haut. Und ich schäume das jetzt mal ganz leicht auf in den Händen. Das ist super wohltuend und versorgt deine Haut auch sofort mit Hyaluronsäure. Trocknet überhaupt nicht aus. Das ist sehr, sehr angenehm. Nach jeder Reinigung ist ein Tonic, ein Gesichtswasser, quasi Pflicht. Man könnte auch sagen, so wie der Conditioner nach jedem Haare schamponieren, ist das Gesichtswasser hier wirklich nochmal Pflege on top und sorgt dafür, dass unsere nachfolgende Pflege tiefer in die Haut eindringt. Und bei Herren ist es so, vor allen Dingen bei Bartträgern, dass ich das nur sanft in die Haut einpette. Da brauchen wir jetzt nicht extra noch ein Wattepad. Das wäre eher kontraproduktiv, weil vielleicht noch Fussel im Bart hängen bleiben, sondern wir tragen es einfach so auf. Jetzt trage ich dir einmal die Hyaluron-Augenmaske auf. Ich finde, das ist so ein ganz, ganz toller, frischer Kick. Das macht wirklich einen ganz, ganz wachen Augenblick. Das trage ich dir jetzt einmal rund um die Augenpartie auf. Das nimmt Schwellungen, das nimmt Irritationen, das nimmt die jegliche Müdigkeit aus der Haut. Am besten messerrückendick um die Augenpartie herum auftragen und 10 Minuten einwirken lassen. Und jetzt zeige ich dir was ganz, ganz Besonderes, und zwar den Mimik Booster von der Aqua Intense Serie. Etwas, was es nur exklusiv bei uns im Shop gibt. Und das ist ein absoluter Geheimtipp. Warum? Dafür gehen andere zum Schönheitsdoc. Das vereint zum einen Hyaluronsäure, und zwar in maximaler Konzentration mit einem Botox-ähnlichen Wirkstoff. Und das Ganze ist ölfrei, wie du siehst. Kommt hier ganz fein aus der Pipette und das glättet deine Haut sofort. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen, auch für besondere Anlässe. Das trage ich dir jetzt ganz sanft auf und da wird nach dieser Anwendung keine Linie, keine Falte in deinem Gesicht mehr zu sehen sein. Und die perfekte Basis für ein Make-up ist die Aqua Intense Supreme Hyaluron Creme, eine der beliebtesten Cremes von NASAM. Ganz toll auch für den Herrn, sehr unkompliziert in der Anwendung, macht einen ganz, ganz frischen Ton schon einmal. Kleine Menge genügt, ganz sanft auf die Haut auftragen und fertig ist man im Grunde schon für den Tag. Und jetzt verleihe ich deinem Ton den letzten Schliff. Dafür habe ich ausgewählt einmal unseren absoluten Klassiker, den Magic Finish Mousse. Schau mal, das ist wie so ein kleines Wölkchen. Da schnappe ich mir jetzt einmal den Pinsel und taucht den da etwas rein und jetzt ebnen wir wirklich jegliche Hautfarbe. Ganz, ganz einfach, ist ideal für den Herrn. Nachdem wir jetzt dein Hautbild geebnet haben und man sieht wirklich auch gar keine Pore mehr, wir brauchen auch beim Magic Finish ja gar keinen Puder, trage ich dir jetzt etwas ganz Besonderes auf, und zwar unseren Satin Bronzer in der Farbe Deep. Also ist etwas dunkler, nehme die zweite Seite unseres Pinsels und mache dir so ganz markante Züge. Ich gehe ein bisschen in die dunkle Farbe rein und drücke den Pinsel ein wenig flach. Und jetzt schau mal, jetzt setze ich das ganz leicht unterhalb deines Wangenknochens an und trage das ganz kurz auf. Das macht so ein ganz tolles, markantes Gesicht.
Abschließend trage ich dir unseren Magic Finish Brow Fixing Gel auf. Und zwar ist das nicht nur ein Produkt perfekt für die Augenbrauen, was deinen Augenbrauen einfach mehr Tiefe verleiht und somit nochmal einen perfekten Rahmen, sondern ich zeige dir jetzt was ganz, ganz Besonderes, was man damit noch machen kann. Das ist übrigens die Farbe Light. Wir können das auch auftragen, um deinen Bart etwas mehr zu konturieren. Schau dir das mal an. Ganz natürliche Farbe. So, lieber Marc, jetzt sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Und ja, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ansonsten freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Und ja, dann würde ich dich entlassen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen, lieber Marc. Ja, super. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke dir. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Bis bald, lieber Marc.